Hallo Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute soll es einfach mal ein bisschen ums Schöne beim Motorradfahren gehen. So, keine Ahnung, ich bin gerade gut gelaunt, das Wetter ist gut und ich bin von der Schule nach Hause gekommen und fahre jetzt einfach los zum Motorradhändler und treffe dort eine Freundin. Sie fährt auch Motorrad, ich sehe sie zum ersten Mal, also kann ich nicht viel zu sagen. Und Leute, ich bin auch mehr Leistung gefahren, wollte ich gerade sagen, also Autos und alles. Ich weiß, wie langsam 125er im Vergleich sind zu einem 170 PS Auto zum Beispiel, ist halt 0 auf 100 nur 8,4 Sekunden braucht und richtig viel Drehmoment und so hat. Aber 125er machen trotzdem Spaß und man kann sich halt durchschlängeln, was man mit keinem Auto machen kann. Aber jetzt kommen wieder die Leute, ja, mit größeren Motorrädern kann man sich auch durchschlängeln, aber die sind nicht so schmal wie 125er. Das ist ein Fakt, mit Rollern kann man sich sogar noch besser durchschlängeln. Nur fehlt da halt die Leistung. Ja. Es fahren hier ziemlich viele Motorräder rum. Ich bin gerade auf dem Weg zum Motorradhändler und habe gerade irgendwie Lust, weil ich möchte ein paar Motorräder Probe sitzen und was weiß ich was. Ich sollte auch mal eine Probefahrt oder so ausmachen, aber momentan habe ich echt keine Zeit wegen der Schule und so. Kann ich keine festen Termine geben. Und ja, also auf der Probefahrtliste wäre auf jeden Fall die neue Yamaha R125, um mal einen Vergleich zu ziehen von der Beschleunigung. Weil die R125 hat ja untenrum deutlich mehr Druck als die CBR. Es liegt nicht am Motor, es liegt an der Übersetzung. Sobald ihr in höhere Drehzahl mit der CBR kommt, steht die halt der Yamaha in nichts nach. Also oft zumindest. Es kommt aber auch halt aufs Gewicht vom Fahrer an. Weil ich bin auch nicht der Leichteste mit 79 Kilo. Wieso ich genau 79 Kilo wiege und nicht 80, fragt mich nicht. Es schwankt auch, plus minus 3 Kilo. Minus 3 Kilo ist, wenn ich halt definiere, und plus 3 Kilo, wenn ich halt ein bisschen aufbaue. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt echt nicht, wieso da links blinkt. Möchte das Auto vor sich wegdrängeln. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt mal ein bisschen was erzählen über die Umweltkatastrophen. Also in Baden-Württemberg, ich habe gerade den Ort vergessen, auf jeden Fall gab es eine Flut gestern, eine Überschwemmung, und es ist wirklich scheiße gelaufen, meiner Meinung nach, weil es einfach unschuldige Leute getroffen hat, die halt nichts für konnten, und die haben halt ihren Besitz verloren. Ich hoffe, Versicherungen werden dafür aufkommen und so. Aber ich bin halt nicht allzu zuversichtlich, dass die Versicherungen auch 100% des Schadens zurückzahlen. Weil in der Regel reden die sich da raus und es gibt verschiedene Sachen, Gründe und wie auch immer. Auf jeden Fall mein Beileid an die betroffenen Leute. Ich weiß, wie es sich anfühlt, von einer Naturkatastrophe betroffen zu sein. Auf jeden Fall wollte ich sagen, falls man irgendwie schlechte Kommentare darüber liest und dass der Klimawandel und so daran schuld ist und man versucht, die Leute halt auszulachen und halt sagt, kein Mitleid für die Klimasünder und bla bla, dann solche Kommentare finde ich einfach unangebracht, weil es einfach Leute sind, die es halt nicht verdient haben. Ich glaube, egal was für ein schlechter Mensch man auch mal war, ich glaube nicht, dass man es verdient hat, alles zu verlieren wegen der Naturkatastrophe. Also, was heißt hier Katastrophe, aber es ist wirklich hier eine Überschwemmung, es hat eine Überschwemmung gegeben. Es fliegen mir die ganze Zeit Fliegen in den Helm rein. Ich frage mich, wo die eine Öffnung finden. Unten ist eigentlich der Atemabweiser. Und ja, ich weiß einfach nicht.
Ja, falls es jemand kennt, ich bin gerade in Richtung Filderstadt unterwegs zum Flughafen. Da gibt es einen Motorradhändler und ja, die Wolken sehen nicht gerade regenarm aus. Es ist 100 erlaubt, ich fahre genau Tacho 100, wie sozial ich doch bin. Mal ausprobieren, was die CBR schafft. 110, 115, 120. Oh, verschaltet, sorry Leute. 100. 25. Ja gut, der Verkehr lässt halt nicht zu. Ich frage mich, wieso man in die linke Spur wechseln muss, wenn man nicht schneller fahren will. Läuft sie schon mal. Ja geil, 80er Beschränkung. Ja Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche denjenigen, die halt von der Katastrophe betroffen sind, gute Besserung und gutes Gelingen mit den Versicherungen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ciao Leute.